Hey Leute und willkommen zurück zu C-Sharp. So, heute möchte ich euch mal wieder was Praktisches zeigen, und zwar die Dictionaries. Dictionaries sind ziemlich cool, weil sie echt effizient arbeiten und ihr da sehr schnell auf irgendwas zugreifen könnt. Und ja, ähnlich wie Listen, aber doch ein bisschen anders zum Zugreifen vor allem, und deswegen so spannend. Okay, was ihr braucht, ist dieses System Collections Generic, sonst funktioniert gar nichts. Und ein Dictionary logischerweise. Und das kriegen wir, indem wir sagen, hier Dictionary. Und was wir jetzt hier brauchen, sind zwei Klassen. Ich mache es noch gerade mal so auf. Und zwar eine Klasse für Keys. Also mit dem wollt ihr drauf zugreifen. Das ist eure eindeutige Art, drauf zuzugreifen. Also da macht man eigentlich normalerweise ein Integer. Und dann Value. In dem Fall möchte ich Strings speichern, aber da kann natürlich jedes beliebige Objekt rein. Genau. Und ja, dann nennen wir es einfach mal Dict. Gleich New Dictionary über Int und String. So, und mich hat übrigens mal jemand gefragt, ob ich hier Großstring oder Kleinstring verwende oder ob das einen Unterschied macht. Nee, macht's nicht. Ich benutze jetzt sogar einfach mal hier Kleinstring und hier Großstring. Das eine ist einfach ein anderer Name für was anderes. Also da keine Angst haben. So, und was ich jetzt damit machen kann, ist folgendes. Ich kann sagen, okay, Dictionary, also Dict.add, wie bei einer Liste auch. Und ich möchte jetzt, ups. Ich möchte erstmal ein nulltes Element, also sozusagen mein Anfangselement haben, mit dem ich weiß, dass ich drauf zugreifen kann. Ich kann aber auch hier direkt eine 100, ich kann auch direkt einfach eine 42 reinmachen. Und dann sage ich hier die Antwort auf die Frage. Jetzt fragen sich die Leute, was ist die Frage gewesen, aber das wissen wir nicht mehr. So, und dann sage ich hier dict.add 1337 und dann haben wir hier Lead drin. So, und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier einfach in meinem console.writeLine kann ich hergehen und sagen, okay, Dict, bitte liefer mir doch mal zum Beispiel über die Zahl, also mit try get value, über die Zahl 42, was da drin steht. Und dann wollen wir mal gucken. So, das Problem, was wir jetzt hier sehen, ist folgendes. Wir haben hier den Int-Key angegeben, aber jetzt brauchen wir hier noch ein Out-String-Value. Und das ist eine neue Struktur, die ihr so noch nicht, glaube ich, kennt. Out bedeutet einfach, in diese Variable wird reingeschrieben. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich ein Out. Ich nenne es einfach mal ABC. Und doch, ich lasse das gerade mal tatsächlich so. Und das ist ein String, nämlich String ABC. Und den lassen wir einfach mal so. So, und wenn ich jetzt diese Methode aufrufe, dann finden wir das sicher interessant, was dabei zurückkommt, nämlich true. Was genau ist denn jetzt passiert? Ich habe versucht, einen Wert rauszuholen aus diesem Dictionary, nämlich den Wert aus 42. Und hier wird einfach ausgegeben, ob es funktioniert hat oder nicht. Das heißt, wir schreiben hier ein if davor. Und falls es funktioniert hat, geben wir das Ganze aus. Nämlich, es wird in String ABC reingeschrieben. Und diesen ABC, den brauchen wir irgendwo vorher definiert. So, und wenn ich das jetzt starte, dann haben wir hier die Antwort auf die Frage und ich habe 42 hier zum Fetchen sozusagen eingegeben und es wird hier reingeschrieben. Okay, bisschen komische Syntax, also das mit dem Out, das bedeutet im Prinzip nichts anderes, wie wir schreiben da rein. Könnt ihr übrigens auch selbst machen bei Methoden, einfach wenn ihr eine Methode schreibt, public static void, das ist dann übrigens tatsächlich kein Rückgabewert, so kann man mehrere Werte sozusagen verwirklichen, ohne was zu machen. Func. So, und jetzt geben wir hier einfach mal ein Int oder ein, noch einfacher ein String A, ein Out-String B und ein Out-String C. Und was wir machen, beziehungsweise was wir sogar hier, oh, wir kriegen sogar als Fehler. Was wir machen müssen, bevor die Methode überhaupt returnen darf, also tatsächlich ausführen muss, ist, hier b muss einen Wert bekommen und c muss einen Wert bekommen. Und da sagen wir einfach, okay, b gleich a und c gleich a. So, und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir wollen. Wir weisen jetzt hier mehrere Ausgabewerte zu und haben die einfach mit out markiert, sodass der User weiß, okay, wenn ich die Methode aufrufe, in b und c wird reingeschrieben und a wird nicht reingeschrieben. So funktioniert das. Ist eigentlich nicht so wirklich was Besonderes. Okay.
Und ja, so funktioniert es eben, wenn ich jetzt hier allerdings zum Beispiel 43 reinschreibe, dann finden wir ja für das Dictionary keine 43. Und was dann passiert, ist folgendes: Es passiert einfach gar nichts, weil hier durch diese try-get-value-Funktion kam false zurück und das heißt, wir gehen gar nicht in die if rein. Und deswegen ist es eigentlich eine ziemlich coole Technik, wenn wir hier sagen, okay, wir schreiben einfach in diesen Wert und geben bei der Funktion zurück, ob es funktioniert hat. Aber genug dazu, es sollte ja auch noch weiter um Dictionaries gehen. Wir können auch einfach drüber iterieren, wenn wir nicht sicher wissen, was hier so passiert. Also was alles in dem Dictionary drin ist oder wie oder was. Oder wir wollen einfach mit allen was machen. Dann sagen wir hier einfach var pair in Dictionary, also in unserem Dict. Und können hier einfach völlig drüber iterieren. Das heißt, wie bei einer Liste auch, können wir alles benutzen, was da drin steht. Und zwar, indem wir schreiben console.writeline. Null und 1. So, und dann sagen wir hier einfach per Punkt. Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich den Key. Ups. Den Key und den Value einzusetzen. So, übrigens, das ist einfach eine andere Formatierung für Console-WriteLine. Lasst euch davon nicht irritieren, ihr könnt es machen wie immer. So, und jetzt haben wir hier, okay, wir iterieren komplett durch. Also wir nehmen jeden Eintrag, der in dem Dictionary drin ist, und haben hier einmal den Integer, das ist per.key. Und die Antwort auf die Frage, das ist hier hinten der String dazu, beziehungsweise der Value. Und über den Value kann man allerdings nicht den Key wiederholen. Also zumindest wüsste ich gerade nichts davon. Gut. Ja, so könnt ihr über alle Werte drüber iterieren. Ihr könnt hier statt var natürlich auch ein Key-Value-Pair benutzen. Das sind nämlich die Dinger Key-Value-Pair. Und dann müsst ihr aber wissen, aus was das Dictionary ist, nämlich aus Int und String. Und erst dann funktioniert's. Ansonsten habt ihr ein Problem. Mit var ist es ein bisschen kürzer und ein bisschen einfacher. Deswegen ist var eigentlich ein ziemlich cooles Schlüsselwort mittlerweile. In manchen Fällen wollt ihr vielleicht auch einfach nur testen, ob hier überhaupt sowas wie eine 42 drin ist. Dann müsst ihr nicht komplett drüber iterieren. Dann könnt ihr auch einfach sagen, Sekunde, ich mache das hier raus. Dann könnt ihr sagen, ich hätte gerne die Antwort auf folgende Frage: Ist denn ein Value vorhanden? Das heißt, dict.containsValue oder contains key, da könnt ihr sogar beides machen und da wird dann einfach überprüft, ob das vorhanden ist. Ich sage hier einfach mal contains key und schaue, ob die 42 drin ist und dann wird mir eben true zurückgegeben. Das passt eigentlich, ist auch relativ effizient. Und wenn wir was rausschmeißen wollen wieder, geht es genauso mit dict.remove. Das kennt ihr auch aus den Listen wahrscheinlich, wenn ihr schon ein bisschen damit gearbeitet habt. Was ist denn heute los? Und hier gebt ihr einfach dann den Key zurück oder rein und dann geben wir hier, das ist übrigens jetzt, perfekt. Das heißt, wir löschen hier erstmal die 42 raus und schauen dann, ist sie noch drin? Nein, sie ist nicht mehr drin. Also passt. Ja, soweit für Dictionaries und das nächste Mal zeige ich euch, wie ihr für Listen und für Dictionaries und für generell alle, ich glaube für die meisten oder für alle Collections, ziemlich coole Sachen machen könnt. Ja. Dann danke ich euch mal wieder für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.